Es ist Montag. Macht dich der Alltag zu schaffen? Macht dich die Woche zu schaffen? Freust du dich auf den Montag oder denkst du dir, ach, schon wieder Montag, schon wieder Arbeit? Ich schätze, dass es jetzt einfach zwei Arten von Menschen gibt, die mir jetzt hier zugucken. Die erste Art ist, die haben überhaupt keinen Bock auf den Montag, weil sie ihre Arbeit nicht lieben. Die zweite Art sind halt die Menschen, so wie ich, die ihre Arbeit lieben, die alles lieben, auch wenn es Challenges gibt, Herausforderungen, es spielt keine Rolle, der Stress mit den Kindern, auf die Spielplätze gehen, mehr Geld verdienen, sich mit Mitarbeitern rumschlagen, das Unternehmertum auf einem anderen Level bringen, Business skalieren, was auch immer. Und die lieben es. Die lieben es jeden Tag, nicht nur Montag, sondern fast 24/7 gefühlt, Vollgas zu geben. In diesen Wald an Unternehmertum, Business, Geschäfte, Arbeit rauszugeben und jeden Tag diesen Krieg oder diesen Spaß zu haben und Gas zu geben. Ja, ich liebe es, Gas zu geben. Egal, was ich mache, ob ich jetzt dieses Video hier für dich mache, ob ich meine Investments mache, ob ich gerade aktiv daytrade, ob ich gerade meine Live-Calls habe oder gerade jemanden im Mindset-Coaching habe. Es spielt keine Rolle. Ich liebe es. Ja, ich brenne dafür. Und nicht desto trotz, egal zu welcher Art du gehörst, irgendwann kommst du an einen Punkt, ob du es magst, was du tust und richtig geiles Geld verdienst oder ob du gar nicht das magst, was du gerade tust. Irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du eine Auszeit brauchst, wo du die Zeit einfach nur für dich brauchst, für deine Familie. Und dann kommen auch wieder die ersten Gedanken. Diese Gedanken kamen mir 2019, als ich Vater geworden bin, zum allerersten Mal. Kann ich es mir denn überhaupt leisten, mir eine Auszeit zu nehmen? Auch wenn ich der Meinung bin, ich habe es mir verdient, aber kann ich es mir denn überhaupt leisten, vom Business, von meinem Job, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre zu fehlen? Vielleicht bei manchen auch eine oder zwei Wochen. Fast unmöglich. Kann ich es mir denn leisten, nichts zu tun und trotzdem Geld zu verdienen? Und da ist es wie ein Geistesblitz in meinen Kopf gekommen. Ich muss nicht nur mein Geld mit Daytrading verdienen, indem ich nur jeden Tag 2, 3, 4 Stunden, 8 Stunden, ich kann mich nicht beschweren. Als Unternehmer habe ich jeden Tag 15 Stunden gearbeitet. Ja? Daytrading ist ein geiles Business. Aber trotzdem, wenn ich nicht vor den Bildschirmen sitze, verdiene ich kein Geld. Das wurde mir da bewusst. Ich kann es mir eigentlich gar nicht leisten. Also kam es mir wie ein Geistesblitz. Mittelfristige und langfristige Investments. Es ist der Schlüssel, wie du es schaffst, dass du dir ein Portfolio oder etwas an der Seite aufbaust, wo du nicht nur dafür sorgen musst, dass es wächst, ja, sondern das Portfolio sorgt für dich. Und das ist das Ziel. Dafür mache ich es. Dafür mache ich mittelfristige und langfristige Investments. Weil meine Portfolios, ich habe ja mittlerweile einige, okay, meine Portfolios sorgen dafür, dass wenn ich schlafe, Geld verdiene. Wenn es Wochenende ist, verdiene ich Geld. Jetzt ist Montag und ich habe heute früh übers Wochenende Geld verdient. In welchem anderen Business geht es? Und das ganze Wochenende habe ich Sachen gemacht, die nichts mit meinen Investments zu tun hatten. Ja? Wenn du dich komplett rausnehmen kannst und trotzdem Geld verdienst und nur noch die Sachen machst, die dir Spaß machen, dann weißt du, hey, das ist Next Level. Das ist das, was jeder haben muss. Was jeder, egal wie erfolgreich oder wie wenig erfolgreich du bist, jeder braucht ein Portfolio. Weil das Portfolio sorgt einfach dafür, dass dein Geld Geld verdient. Du musst nicht mehr Zeit investieren, um Geld zu verdienen. Klar, Zeit, aber sehr viel weniger. Sondern du investierst Geld und du machst durch Geld Geld. Und das ist geil. Das ist der Schlüssel, wie du es schaffst, finanziell frei zu sein, wie du es schaffst, dich rauszunehmen, dir diese sogenannte Zeit für dich zu gönnen, wo du auch mal deine Hobbys nachgehen kannst, wo du wirklich endlich mal sagen kannst, ey, ich bin frei. Du glaubst gar nicht, wie viele Millionäre ich bei mir im Coaching habe, die es super geschafft haben, die super erfolgreich sind, die sind mega, okay?
von denen kann ich selbst in bestimmten Bereichen sehr, sehr, sehr viel lernen. Aber du glaubst nicht, wie sehr sie teilweise auch in diesem Hamsterrad stecken, in diesem Hamsterrad, wo es um sehr viel mehr Geld geht. Aber es ist immer noch ein Hamsterrad. Es ist ein größeres Hamsterrad. Okay? Es ist ein größeres Hamsterrad. Und der einzige Weg, den ich kenne oder den ich ausprobiert habe, ist es, aus diesem Hamsterrad auszubrechen. Und dasselbe solltest du auch tun. Denn nur, wenn du mit Geld Geld machst, kannst du dafür sorgen, dass du dich irgendwann komplett rausnimmst, aber nur wenn du möchtest. Sorge immer noch für einen Cashflow, sorge immer noch für ein Monatseinkommen, sorge immer noch dafür, dass du dich weiterentwickelst in deinem Business, in deinem Job, aber vernachlässige nicht das Geld, was du dir an der Seite aufbauen kannst, indem das Geld mehr Geld verdient. Weil das ist die ultimative Freiheit. Und ich bin ehrlich, in den letzten zwei Webinaren, ja, ich habe keine Ausbildung gepitcht, ich habe keine neue Ausbildung, die ich dir verkaufe, auch die du jetzt hier kaufen kannst. Was ich aber mache, ist, ich habe eine kleine Gruppe an Menschen, mit denen ich sehr gerne 1:1 arbeite. Die bekommen alles von mir. Teilweise haben die meine private WhatsApp-Nummer, teilweise schicken sie mir Nachrichten in der Nacht oder am Wochenende, hey, was soll ich mit dem Investment oder damit tun? Und die kriegen eine Antwort von mir. Und diese Gruppe, mit dieser Gruppe habe ich eine große Vision. Die Vision ist, bis 2030 meine Trader, meine Investoren und ich gemeinsam 1 Milliarde an reinen Börsengewinn reinzuholen. Und das nicht, indem mir diese Trader und Investoren ihr Geld auf mein Konto schicken und ich es für die mache. Nein, im Gegensatz, wir machen es gemeinsam. Es ist ihr Geld. Gib niemals dein Geld aus der Hand. Du glaubst gar nicht, wie viele Menschen sich da bescheißen lassen und wie viele Menschen, auch schlaue Menschen, auch Unternehmer, ihr eigenes Geld aus der Hand geben und das Geld verzockt wird. Der, der am besten sein Geld managen kann, bist du selbst. Und ich will dir jetzt auch die Möglichkeit geben, in diese enge Zusammenarbeit mit mir zu gehen. Du kannst dir einen Link hier anschauen in der Beschreibung. Du kannst einfach draufklicken. Du kannst ein kurzes Bewerbungsformular ausfüllen und du kannst dich für eine sehr enge Zusammenarbeit mit mir bewerben, wo du alles Mögliche von mir bekommst, wo du alle meine Ausbildungen bekommst, über 1000 Stunden Ausbildungsmaterial, Masterminds-Treffen. Kommt drauf an, auf welchem Level du bist. Ich würde sagen, dass diese enge Zusammenarbeit ab einem Portfolio, ab einem Trading-Account ab 10.000 sich lohnt. Okay, wenn du unter 10.000 hast, hey, dann kick dir in deinen Arsch und dann verdiene das Geld. Dann sorge dafür, dass du die ersten 10.000 machst, weil eins ist wahr, an der Börse ist alles möglich. In beiden Richtungen. Du kannst alles verlieren, du kannst aber auch dein Geld innerhalb kürzester Zeit verzehnfachen, verhundertfachen. Es ist alles möglich, alles schon passiert. Aber es ist wichtig, dass du es mit Strategie machst und erstmal dafür sorgst, dass du es nicht verlieren darfst. Das ist Regel Nummer 1 von Warren Buffett. Du darfst kein Geld verlieren. Okay? Und dafür sorgen wir. Aber nicht, indem wir blöde Trades machen und unsere Profite einschränken. Weil das gibt's auch. Ja? Indem du so Hedging-Geschichten machst und nur sehr wenig verdienst. Das ist langweilig. Das machen wir nicht. Du investierst auch nicht in langweiligen ETFs. Nein. Das, was du machst, ist ein ausgeglichenes Portfolio, mittelfristiges Trading, Daytrading. Für all diese Sachen, das, was ich dir erzähle, mein Expertenstatus habe ich mir nicht aufgebaut, indem ich Bücher gelesen habe. Nein, mein Expertenstatus habe ich mir dadurch aufgebaut, dass ich aus Praxis rede. Das heißt, die Erfahrungen, die ich gemacht habe, das, was bei mir funktioniert hat, das gebe ich dir auch weiter in diese enge Zusammenarbeit, wo wir gemeinsam an diese große Vision arbeiten, bis 2030 eine 1 Milliarde an Börsengewinne zu erwirtschaften. Und ich kann dir eins sagen, das Geld wird da draußen nicht von den Analysten und von den Theoretikern verdient. Das Geld da draußen wird von den Menschen verdient, die wirklich handeln, die wirklich die Entscheidungen treffen, die wirklich da hineingehen und diesen ersten Schritt machen. Viele fragen mich, was ist der erste Schritt? Nimm es mal so, du brauchst Geld, um Geld zu machen, okay? Wenn wir jetzt davon sprechen, dass du Geld machst mit Geld, dann brauchst du mindestens 10.000, okay? Weil darunter, klar, kannst du auch mit 1.000 anfangen und dir schon mal das Wissen aneignen, aber es muss dir klar sein,
du brauchst erstmal Geld, um Geld damit zu verdienen. Das heißt 10.000, 15.000, 20.000, was auch immer, aber du brauchst erstmal Geld. Natürlich ist es besser, wenn umso mehr Geld, umso besser, ja? Denn an der Börse gibt es nach oben keine Grenzen. Es ist Milliardengeschäft Börse. Was an der Börse möglich ist, ist in keinem anderen Business, in keinem anderen Geschäft weltweit möglich, weil du an der Börse unmögliche unbegrenzte Skalierungsmöglichkeiten hast, wo du nach oben fast keine Grenze hast, ja. Du kannst dich an jedem möglichen Unternehmen beteiligen, ja, an Apple, an Microsoft, an den größten, an Tesla. Das, was am meisten Wert hat, was für dich interessant ist, daran kannst du dich beteiligen und davon kannst du profitieren und das ist geil. Ja, und natürlich schaffst du auch einen Mehrwert. Dein Mehrwert ist, dass du das Unternehmen mit Geld unterstützt sozusagen, also du investierst. Das Unternehmen setzt dieses Geld schlau an und macht mehr Geld daraus, also profitierst du davon. Wenn du es richtig machst, ist das eine sehr, sehr basic Erklärung. Natürlich in dieser engen Zusammenarbeit wirst du noch sehr viel tiefere Infos bekommen und du wirst noch auf einem ganz anderen Level kommen. Und wir haben Masterminds und Inner Circle für Leute, die ganz, ganz wenig Zeit haben, aber für Leute, die dieses Geschäft komplett erlernen wollen und zwar alle Bereiche und sich die Zeit nehmen, für alle 1000 Stunden Ausbildungsmaterial anzugucken. Und das ist geil und das ist auch gut. Weil es gibt viele, die haben ein Business, was sie noch führen, was aktuell noch richtig gutes Einkommen erwirtschaftet und das muss natürlich nicht weg. Die haben sehr wenig Zeit, aber trotzdem ist es ein Verbrechen, kein Portfolio an der Seite aufzubauen, was für dich mehr Geld generiert. Also wenn ich dir etwas ans Herz legen kann, dann bau dir ein Portfolio auf. Und wenn du das mit mir machen willst, wenn du das mit mir an deiner Seite machen willst, indem ich es dir beibringe, indem ich dir auch teilweise meine persönlichen Investments, die ich in mein Portfolio mache, auf dein Handy direkt schicke. Und auch heute gehen Investments raus, okay? Jetzt bin ich mittlerweile bei 5.000. Es gibt Tage, da verdiene ich 40.000. Rechne es mal hoch bei 20 Handelstage im Monat, okay? Klar ist es nicht jeden Tag 5 oder 20 oder 40.000. Es gibt mal auch Tage, wo ich einen leichten Minus habe. Das ist definitiv die Natur der Börse. Die Börse bewegt sich nie in eine Richtung. Aber deswegen habe ich ein ausgeglichenes Portfolio, wo ich auch mal Shorts habe, wo ich von den Shorts profitiere. Aber die Shorts und die Longs sind definitiv nicht ausgeglichen, sondern die Longs sind viel mehr, weil ich viel mehr davon profitiere, wenn Unternehmen wachsen, als wenn Unternehmen kaputt gehen. Ich bin ein sehr positiver Mensch und ich schaue, wenn Unternehmen wachsen, ich möchte daran verdienen, ich möchte davon profitieren. Und es ist das geilste Business der Welt. Die Börse bewegt sich immer. Die Natur der Börse ist Wachstum. Unsere Natur ist Wachstum. Überleg mal, wenn du geboren wirst. Überleg mal, wenn ein Baum frisch gepflanzt wird. Wenn es gepflegt wird, wächst es. Die Natur der Menschheit ist Wachstum. Und Börse bedeutet auch Wachstum. Und von diesem unglaublichen Wachstum kannst du jetzt profitieren, indem du mit mir one-on-one zusammenarbeitest. Also, bewirb dich jetzt, klicke auf den Link. Ich kann es kaum erwarten, unser gemeinsames Ziel, unsere Vision, unsere Mission zu erreichen und bis 2030 eine Milliarde Profit zu machen. Und es ist mir egal, ob du gerade bei 10.000 bist, bei 100.000 bist oder bei 1 Million bist. Gemeinsam sind wir stark und glaub mir, wenn du in diesen Genuss kommst, dass wir gemeinsam auf diese Art und Weise zusammenarbeiten, dann wirst du sehen, was alles möglich ist. Deine Augen Richtung Finanzen werden sowas von aufgehen. Du wirst nie wieder dieselben Sichtweisen haben, die du bis jetzt gehabt hast, vor allem wenn du kein Portfolio hast. Okay, sondern du wirst die Welt durch andere Augen sehen und natürlich ganz andere Möglichkeiten haben als jemand, der sich noch nie damit beschäftigt hat. Es ist an der Zeit, dass du dein Geld in die eigene Hände nimmst, dass du das vermehrst, dass du sagst, let's go, jetzt machen wir es. Okay, also bewirb dich jetzt, klicke auf den Link unter diesem Video und sorry, dass du vom unterwegs bist, aber ich bin so beschäftigt, meine Leute nach vorne zu pushen. Ich bin gerade so beschäftigt mit meinen Investments, dass man einfach nur jetzt kann man meiner Meinung nach fast blind Geld verdienen. Und von dieser Phase musst du jetzt profitieren. Klicke auf den Link, bewirb dich und wenn wir gemeinsam starten, dann kann ich dir eins versprechen. Ich werde alles geben, dass du dich nach einem Jahr zurück umdrehst und sagst, wie
geil war es, dass ich dieses Video von Coco gesehen habe, mich auf die Zusammenarbeit beworben habe, wir zusammen sehr stark, sehr intensiv ein Jahr gearbeitet haben und da sind jetzt die Ergebnisse. Boom, 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 boom. Wo ist das alte Leben? Weg. Gibt es nicht mehr. Es ist Vergangenheit. Lebe nicht in der Vergangenheit. Lebe im Hier und Jetzt und profitiere von diesem Moment. Die Chancen, die jetzt da sind, waren noch nie so geil wie jetzt. Okay? Jeder, der dir erzählt, ach, es war mal viel einfacher früher. Bullshit. Jetzt ist die beste Zeit. Jetzt kannst du davon profitieren. Also klicke auf den Link und bewirb dich. Denn auch hier die Plätze für diese enge Zusammenarbeit sind extrem begrenzt. Und ich will, dass wenn du der Richtige bist, wenn du ein Macher bist, wenn du jemand bist, der einfach schon immer mit dem Gedanken gespielt hat, an der Börse Geld zu verdienen, so wie ich damals. Ich war ein super erfolgreicher Unternehmer, ich habe mein Unternehmen verkauft und ich bin ohne Coach an meine Seite an die Börse gegangen, nur mit meinem Selbstbewusstsein. Und ich habe alles verloren, alles, vom Millionär zum Tellerwäscher. Aber das war auch der Punkt, der aus mir den Investor, den Trader, den Swing-Trader gemacht hat, den ich heute bin. Denn ich investiere und ich trade, ohne meine Profite zu begrenzen. Aber dafür begrenze ich meine Verluste. Und das ist das Wichtigste, was du von jemandem lernen kannst, der erfolgreich ist. Nicht umsonst sagen die erfolgreichsten Investoren der Welt, ob es ein Warren Buffett ist, ob es ein Ray Dalio ist, ob es ein Paul Tudor Jones ist, kümmere dich um deine Verluste. Mach keine Verluste. Die Gewinne werden für dich sorgen. Und genau das werden wir gemeinsam machen. Let's go! Ich freue mich, gib dem Video einen Daumen hoch, schick es ruhig an jemanden, der eine starke Zusammenarbeit gebrauchen kann, der sowas genau braucht, dass er einfach von der Börse profitiert. Denn manchmal, früher, habe ich mir gedacht, ey, ehrlich gesagt habe ich die Schnauze voll. Jeder will einfach nur Geld haben. Ich muss meine Steuern zahlen in Deutschland, ich muss meine Arbeiter bezahlen, ich muss meine Mieten zahlen. Es kostet alles Geld. Und am Ende habe ich das Gefühl, dass ich für alle anderen arbeite, dass ich für alle anderen nicht nur arbeite, sondern dass ich alle anderen bediene. Klar, am Ende bleibt auch was übrig, aber ich komme mir so vor, als ob ich für die anderen das mache, als dass es am Ende was für mich übrig bleibt. Der einzige Weg, wie du freier wirst, ist die Börse neben deinem Job, neben deinem Einkommen, neben deinem Unternehmen aufzubauen. Denn dann fragst du dich nicht, was ist mit mir, sondern dann siehst du, wie dieses Geld, wie dieses Portfolio immer weiter wächst. Und dann denkst du dir, hey, wie geil, das war die geilste Entscheidung meines Lebens. Und genau die Menschen will ich haben. Und wenn du so jemand bist, klicke auf den Link und bewirb dich jetzt. Ich kann es kaum erwarten. Bis bald. Ciao.